16 Geheimnisse hinter berühmten Markennamen und Logos. Die Namen und Logos dieser Marken sind mehr als nur ein paar Zeichnungen mit tollen Schriftzeichen darum. Jedes von ihnen erzählt eine Geschichte, angefangen bei Chupa Chups bis hin zu Cadillac. Bist du bereit, die Geheimnisse, die hinter ihnen stecken, zu erfahren? Dann drücke auf Like und mach dich auf etwas Erstaunliches bereit. Nummer 16. Disney. Das Logo des bekanntesten Animationsstudios der Welt war immer schon ein Märchenschloss. Während der ursprüngliche Prototyp vom Schloss Neuschwanstein in Deutschland inspiriert war, nahm das Cinderella-Schloss in Disneyland Paris seinen Platz 2006 ein. Das neue Logo verweist auf Pinocchio, Mary Poppins, Peter Pan und sogar auf das Familienwappen von Walt Disney. Übrigens erlebte das neue Logo seine Premiere zusammen mit Fluch der Karibik 2. Nummer 15. Lego. Der Name dieses in Dänemark stationierten Spielzeugunternehmens kommt aus der dänischen Redewendung Leg God, was so viel bedeutet wie Spiel gut. Das Motto des Unternehmens übersetzt sich folgendermaßen: Nur das Beste ist gut genug. Und sie halten sich auch daran. Die Lego-Klötze werden mit einer Präzision von 2000stel Millimeter und nur 18 Stücke von einer Million werden weggeschmissen. Nummer 14. Pepsi. Wir kennen es heute alle als Pepsi, aber der ursprüngliche Name war Brad's Drink. Caleb Bradham erfand es 1893 und benannte es bescheiden nach sich selbst. 5 Jahre später wurde es umbenannt in Pepsi-Cola. Das Wort kommt eigentlich von Dyspepsie, was Verdauungsstörung bedeutet. Nicht gerade ein erfrischender Name für ein Getränk. Was das Logo angeht, so hat es im Laufe der Jahre viele Aktualisierungen durchgemacht. War auch immer ein Auseinandersetzungs- und Verschwörungsthema. Schau es dir einfach mal aus einem anderen Blickwinkel an und du erhältst eine gruselige Botschaft. Ist tot. Nummer 13. Fanta. Max Keith, Chef von Coca-Cola in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, beschloss, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Um einen Namen dafür zu erfinden, arbeitete Keith mit seinen Angestellten zusammen und bat sie, ihre Fantasie dafür einzusetzen. Joey Knipp, einer der anwesenden Mitarbeiter, war plötzlich inspiriert und rief: Fanta! Nummer 12. Chupa Chups. Ratet mal, was dieser Markenname bedeuten könnte. Süß, rund oder vielleicht köstlich? Alles tolle Antworten, aber sie sind falsch. Der Name kommt nämlich eigentlich vom spanischen Verb chupar, was lutschen bedeutet. Das ursprüngliche Logo bestand aus nur einem Wort, Chups. Aber 1969 stellte der spanische Gründer Enrique Bernard einen Professionellen an, um das Logo besser zu entwerfen. Er wählte den berühmtesten surrealistischen Künstler der Welt an, Salvador Dali. Der exzentrische Künstler gab den Markennamen auf ein leuchtend gelbes Gänseblümchen und bestand darauf, dass das Logo oben auf der Verpackung stand, damit es jeder sehen konnte. Nummer 11. Nintendo. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Namen dieser berühmten japanischen Videospielfirma zu übersetzen. Laut einer dieser Übersetzungen bedeuten die drei japanischen Schriftzeichen Nintendo, lege das Glück in die Hände des Himmels. Die andere Variante lautet, der Tempel der freien Hanafuda. Das liegt daran, dass Nintendo 1889 als Hersteller von japanischen Spielkarten begann, die als Hanafuda bekannt waren. Jahre später fing Nintendo an, Videospiele und Konsolen herzustellen. Nummer 10. Pandora. Das dänische Juwelierhaus Pandora wandte sich zur Inspiration für den Namen an die Mythologie. Pandora bedeutet in der antiken griechischen Mythologie die Allbegabte. Dem Mythos zufolge befahl Zeus die Erschaffung von Pandora, der ersten menschlichen Frau, um die Menschen dafür zu bestrafen, dass sie von Prometheus das Geheimnis des Feuers gestohlen hatten. Die Gründer von Pandora kennen mit Sicherheit das Geheimnis des Erfolgs, da sie von einem kleinen Familiengeschäft zu einem der erfolgreichsten Juweliers weltweit geworden sind. Die elegante Krone über dem Buchstaben O im Logo stellt für das Versprechen von exzellenter königlicher Qualität. Vielleicht, damit sich jede Frau wie eine Königin fühlt. Nummer 9. Häagen-Dazs. Eisfans weltweit haben sich wahrscheinlich gewundert, was zum Himmel Häagen-Dazs wohl heißen könnte. Daumen hoch, wenn du zu ihnen gehörst. Das klingt nach etwas Coolem aus dem Dänischen. Oder vielleicht ist es auch der Name des Gründers. Tatsächlich bedeutet es aber gar nichts.
Der Gründer des Unternehmens, Ruben Mattus, hat den Namen erfunden, sodass es nach etwas Skandinavischem klingt. Es passt mit Sicherheit zum Slogan der Marke, gemacht wie kein anderes. Wir haben es zur Hälfte der Liste geschafft, aber haben noch zahlreiche weitere für dich, von Autos über Kondome bis hin zu blauen Jeans. Halt Ausschau nach noch mehr überraschenden Geschichten hinter deinen Lieblingsmarkennamen. Nummer 8. Cadillac. Cadillac gehört zu den beliebtesten Luxusautomarken Amerikas. Der Gründer von Cadillac, Henry M. Leland, benannte sein Unternehmen nach seinem Vorfahren, den französischen Entdecker. Halt dich fest, Antoine de la Motte, Sieur de Cadillac. Das berühmte Wappen auf dem Logo stammt von seinem Familienwappen. Übrigens gründete de la Motte die Stadt Detroit in Michigan. Nummer 7. Durex. Der Name dieser britischen Verhütungsmittelfirma steht für Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Güte. Anscheinend stimmen die Kunden dieser Nomenklatur zu, denn ein Viertel aller verkauften Latex-Verhütungsmittel weltweit sind Durex-Kondome. Das Unternehmen arbeitet ständig daran, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, damit ihr Name weiterhin an der Spitze steht. Nummer 6. Levi's. Levi's wurde 1853 vom deutschen Immigranten Levi Strauss in San Francisco gegründet. Tja, das erklärt wohl auch den Namen für die Marke. Was das sofort erkennbare rote Logo angeht, so steckt eine weitaus unterhaltsamere Geschichte dahinter. Ursprünglich waren zwei Pferde zu sehen, die versuchten eine Jeans auseinanderzureißen, aber ohne Erfolg. Später wurde das Logo jedoch aufgepeppt und sollte der Form einer Gesäßtasche ähneln. Es schaut so aus, als würde es darin den gewissen Körperteil zeigen, von dem wir alle möchten, dass es in blauen Jeans gut aussieht. Stimmst du zu? Nummer 5. eBay. Pierre Omidyar, der Gründer von eBay, schuf die erste Version seiner Website, als er noch für Eco Bay Technology Group in Eco Bay, Nevada arbeitete. Omidyar wollte den Seitennamen als ecobay.com registrieren. Aber es gab diesen Domainnamen bereits, weshalb er ihn zu ebay.com kürzen musste. Dennoch glauben viele, dass eBay für Electronic Bay steht. Jetzt weißt du es! Nummer 4. Samsung. Sam bedeutet auf Koreanisch 3 und Sung steht für Stern. Samsung wird also mit 3 Sternen besetzt. Warum 3? Laut dem Gründer des Unternehmens steht die Zahl 3 für etwas Tolles, Zahlreiches und Starkes. Aber Samsung war nicht immer ein Elektronikunternehmen. Erst in den 1960ern, 30 Jahren nach der Gründung, betrat Samsung diesen Markt. Vorher hat es sich mit nahezu allem, wie Handel, Lebensmittelherstellung, Textilien und sogar Versicherungen beschäftigt. Nummer 3. Sega. Sega steht für Service Games of Japan. Die Firma startete in Hawaii und versorgte dort Militärstützpunkte mit Flippern. Aber 10 Jahre später, nämlich im Jahr 1950, verlegten die Gründer Raymond Lemaire und Richard Stewart den Hauptsitz des Unternehmens nach Tokio, Japan. Heute ist es mit mehr als 500 hergestellten Spielen seit 1981 eines der Top-Hersteller von Spielehallen weltweit. Danke Sega für meine glückliche Kindheit mit stundenlangen Sonic-Spielen. Nummer 2. Audi. Das Audi-Logo mag auf den ersten Blick wie ein eindeutiger Fall aussehen, aber es ist nicht so einfach. Jeder Kreis symbolisiert eines der 4 Gründerunternehmen des Jahres 1932. Horch, Audi, DKW und Wanderer. August Horch, der Gründer der ersten 2 Gründerunternehmen, wollte in der Geschichte eingehen, weshalb er die Firma nach sich selbst benannte. Wo liegt der Zusammenhang zwischen Horch und Audi? Tja, Horch kommt von Hören und Audi bedeutet dasselbe in Latein, Hören auf Latein. Nummer 1. Alfa Romeo. Das Alfa Romeo Logo hat eine äußerst historische Bedeutung. Das Rote Kreuz stammt vom Wappen der Stadt Mailand und die blutdurstige Viper ist das Symbol vom Hause Visconti, das Mailand im 14. Jahrhundert regierte. Diese Viper-tragenden Fahrzeuge haben jedoch weniger Menschen getötet als andere Automarken. Welcher dieser Fakten hat dich am meisten erstaunt? Sag es uns in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden und gib ihm ein Like, wenn du etwas daraus gelernt hast. Für diejenigen unter euch, die neu auf unserem Channel sind,
Vergesst nicht zu subscriben, damit du nichts mehr von unseren coolen Updates verpasst. Vergiss nicht, das Leben ist auf der Sonnenseite immer besser.